Unser Film beginnt mit einem hellen Morgen im Jahr 1959 und die friedliche, ziemlich rassistische amerikanische Utopie Suburbicon steht vor einem Schock. Mit einem Lächeln im Gesicht macht sich der etwas verrückte Postbote der Stadt auf den Weg, um seine Aufgaben zu erledigen. Er freut sich schon darauf, endlich die Neuankömmlinge, die Myers, kennenzulernen. Auf seinem Weg fragt er eine der Bewohnerinnen, Mrs. Pendleton, ob sie die Myers schon kennengelernt hat und erfährt, dass sie offenbar erst gestern Abend eingezogen sind und dass sie ihnen gerade einen Pudding backt. Als er ihr Haus schließlich erreicht, wird er von einer fröhlichen schwarzen Frau begrüßt. Er bittet sie, Mrs. Myers zu holen, nur um dann zu erfahren, dass er bereits mit ihr spricht. Offensichtlich verblüfft über die Störung des rein weißen Farbschemas, informiert er sofort die Nachbarn. Suburbicon ist ein vielfältiger Ort, aber nur für weiße Amerikaner. Sobald der anfängliche Schock über die Ankunft der Afroamerikaner abgeklungen ist, wird er in der Bürgerversammlung durch Wut ersetzt. Alle männlichen Einwohner schreien herum und verursachen Chaos. Sie sind der Meinung, dass ihre Stadt ein Zufluchtsort für weiße Amerikaner sein sollte. Weil die armen weißen Amerikaner ja überall ausgegrenzt werden und nirgendwo hinkommen, brauchen sie unbedingt einen Zufluchtsort. Sorry Leute, ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal im Vorhinein, wenn ich einige blöde Kommentare abgebe. Aber das ist ein Thema, das mich einfach immer wieder triggert. Also bitte seht's mir nach. Der Leiter des Besserungskomitees versichert ihnen daraufhin, dass alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden und dass die Nachbarhäuser kostenlos mit Zäunen versehen werden, um die Sicht auf die Myers zu versperren. Es wird eine Petition vorgelegt, in der es heißt, dass die schwarze Gemeinschaft voller Tiere sei, die sich weigern, sich zu bessern und daher nicht aufgenommen werden dürfen, bis sie ihren Wert beweisen. Ich muss mich gerade echt zusammenreißen, um nicht laut loszulachen. Rose Lodge und ihre eineiige Zwillingsschwester Margaret sitzen währenddessen auf der Veranda von Roses Haus. Rose ist querschnittsgelähmt und an den Rollstuhl gefesselt. Sie macht sich Sorgen, dass die Immobilienpreise in der Nachbarschaft sinken werden, was es ihr und ihrem Mann schwer machen würde, das Haus zu verkaufen und in die Nachbarschaft zu ziehen. Roses Sohn Nicky währenddessen spielt mit Soldatenfiguren. Er ist ein einfacher Junge, der seine Mutter und seine Tante liebt. Nicky hat nicht viele Freunde und zieht es normalerweise vor, für sich zu bleiben. Seine Tante Maggie bittet Nicky daraufhin, mit dem Myers-Jungen, der ungefähr so alt ist wie er, Baseball zu spielen. Da er allerdings schüchtern und introvertiert ist, zögert er einen Moment, gehorcht aber, als er mit Butterkeksen bestochen wird. Als er sich dem Zaun zwischen den beiden Häusern nähern, ruft Nicky nach Andy. Er fragt ihn, ob er Baseball spielt und lädt ihn ein, hinter der Nazarena-Kirche zu spielen. Die beiden Jungen machen sich auf den Weg zur Kirche, woraufhin sich viele Köpfe in ihre Richtung drehen. Später in der Nacht liegen Nicky und Andy in ihren jeweiligen Betten und hören Radio. Vor dem Haus der Myers patrouillieren währenddessen Männer, um die Familie in Schach zu halten. Nicky bemerkt eine Unruhe vor seinem Schlafzimmer und kurz darauf betritt sein Vater in Begleitung eines fremden Mannes sein Zimmer und fordert ihn auf, aufzuwachen. Er sagt ihnen, dass Eindringlinge im Haus sind und dass er nach unten kommen muss. Nickys Vater Gardner ist ein einfacher, sanftmütiger Familienvater. Man würde zumindest vermuten, dass er seine Frau und seinen Sohn wirklich liebt. Als Nicky die Treppe hinunterkommt, findet er seine Mutter, seine Tante und einen dicken Mann vor, der in Roses Rollstuhl sitzt und ausgeraubt wird. Sloan, der dicke Mann im Rollstuhl, und Louis, der große schlanke Mann, der Gardner begleitet hat, um Nicky zu wecken, lassen sich von Gardner einen Drink auf einem Tablett servieren. Nachdem er sein Getränk ausgetrunken hat, lässt sich Louis neben Nicky und Maggie auf die Couch fallen, während Sloan Rose bittet, ihre Hände um ihn zu legen, damit er sie in den Rollstuhl setzen kann. Gardner knurrt Sloan daraufhin an, dass er derjenige sein wird, der seine Frau trägt. Die Spannung zwischen Rose und Gardner wird deutlich, als sie ihm in die Augen sieht und sagt, dass es ihr nichts ausmacht, von einem fremden Mann hochgehoben zu werden. Sloan fragt Rose, ob sie Polio habe, und erfährt, dass sie einen Autounfall hatte. Gardner war damals der Fahrer, aber glücklicherweise kam niemand ums Leben. Etwas unbeholfen und verwirrt erhebt sich Sloan von seinem Platz und macht sich an die Arbeit, für die er gekommen ist. Die Diebe fesseln die Familie an Stühle und Gardner stellt die Vereinbarung klar, die sie getroffen haben. Wenn die Lodgers mit den Dieben kooperieren, werden sie der Familie nichts antun. Sloan erinnert ihn daraufhin suffisant daran, dass Schaden nicht immer vorhersehbar ist. Louis und er schütten daraufhin etwas Chloroform auf eine Serviette und betäuben die Familie. Als Rose an der Reihe ist, nimmt Sloan jedoch die dreifache Menge, die er bei den anderen verwendet hat. Nicky sieht dies, als er niedergeschlagen wird und kämpft bis zum letzten Atemzug, während seine Mutter um ihr Leben ringt. Nicky wacht daraufhin im Krankenhaus auf. Er kann hören, wie seine Tante und sein Vater mit dem Arzt sprechen. Der Arzt teilt ihnen mit, dass aufgrund der Medikamente und des wirksamen Chloroforms Roses Organe versagen. Nicky blickt daraufhin nach rechts und sieht seine Mutter, die durch ein Beatmungsgerät atmet. Sie ist noch am Leben, aber wohl nicht mehr lange. Der kleine Junge verliert daraufhin seine Mutter. Bei der Beerdigung von Rose Lodge kommen Freunde und Verwandte, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Maggie weint unkontrolliert und Gardner und Nicky sehen verloren aus. Ebenfalls anwesend ist Roses Bruder Mitch, ein fürsorglicher Onkel, der Nicky wie seinen eigenen Sohn liebt. Er erinnert Nicky daran, dass er kein langes Gesicht machen darf, auch wenn sein Weg aussichtslos erscheint. Und stopft Nicky die Taschen mit Münzen voll und fängt dann an, den Jungen über seine Schulter zu wippen. Gardner und Maggie nähern sich ihnen im Auto und bitten die beiden einzusteigen. Auf dem Heimweg teilt Gardner Nicky mit, dass Maggie eine Weile bei ihnen bleiben wird, um auszuhelfen. Mitch ist währenddessen ziemlich wütend und schwört, die Person zu häuten, die seine kleine Schwester getötet hat. Maggie bittet ihn darauf, den Mund zu halten, da Nicky direkt neben ihm sitzt. Zu Hause angekommen, bereitet Maggie einen Snack für Nicky vor und Gardner zieht in den Keller und räumt sein Schlafzimmer, damit Maggie dort bleiben kann. Er sagt Nicky, dass alles in Ordnung sein wird und dass sie es gemeinsam herausfinden werden. Das Vater-Sohn-Duo sitzt nun schweigend zusammen und sieht fern. Als Nicky später den Rollstuhl seiner Mutter auf die Veranda rollt, sieht sein Vater ihn und ruft ihm zu. Er schenkt ihm daraufhin eine Ringelnatter, um ihn aufzumuntern. Nachts kann Nicky nur schwer einschlafen und starrt immer wieder auf die Natter. Als er unten Geräusche hört, rennt er erschrocken aus seinem Zimmer und ruft nach seinem Vater. Gardner kommt mit Maggie aus der Küche und bittet sie, das Kind ins Bett zu bringen. Während sie ihn ins Bett bringt, erzählt Maggie Nicky, dass er mütterlicherseits irischer Abstammung ist und der heilige Patrick sein Schutzpatron ist. Daraufhin beten sie zusammen zu ihm. Am nächsten Morgen verlassen Maggie und Nicky das Haus, um in den Lebensmittelladen zu gehen, in dem Maggie arbeitet. An der Bushaltestelle treffen sie auf eine Gruppe von Hausfrauen aus der Vorstadt, die ihnen ihr Beileid aussprechen. Mrs. Pendleton erwähnt natürlich, dass Suburbicon immer ein sicherer Ort war, bis die Myers einzogen und gibt ihnen die Schuld an dem, was mit Rose Lodge passiert ist. Nicky geht daraufhin mit Maggie in den Laden und hilft ihr dabei, die Körbe der Kunden zu füllen. Gardner geht zurück zur Arbeit und wird von einer Reihe langer Gesichter begrüßt, die alle über den frühen Tod von Rose traurig sind. Nachdem er Anrufe von Kollegen erhalten hat, die ihm ihr tiefstes Mitgefühl ausdrücken, befiehlt Gardner seiner Sekretärin Linda, alle Anrufe zurückzuhalten. Dann erhält er einen Anruf vom Captain der örtlichen Polizei, einem gewissen Hightower. Er teilt Gardner mit, dass sie zwei Männer gefasst haben, die auf die Beschreibung der Mörder seiner Frau passen und bittet ihn vorbeizukommen und sich das anzusehen. Auf dem Polizeirevier trifft Gardner auch auf Maggie, die Nicky mitgebracht hat. Da Gardner nicht will, dass sein Kind diesen vernichtenden Prozess mitmacht, bittet er den Captain, Nicky aussetzen zu lassen. Der Captain willigt ein und die Erwachsenen begeben sich in den Raum, um die Räuber zu identifizieren. Maggie und Gardner sehen sich die Gegenüberstellung der Verbrecher genau an, neugierig und ungeduldig. Nicky bricht daraufhin in den Raum ein, um die Männer selbst zu sehen. Sofort erkennt er Sloan und Louis. Zu seiner Überraschung erkennt sein Vater und seine Tante die beiden nicht. Nicky ist total verblüfft und versteht nicht, was hier gerade abgeht. Einer der Polizisten schaltet versehentlich das Licht im Raum an, wodurch Gardner, Maggie und das Killer-Duo Nickys Anwesenheit bemerken. Der Junge wird aus dem Raum eskortiert, aber es ist bereits zu spät. Sloan hat ihn bereits gesehen. Die Fahrt von der Polizeistation nach Hause ist für Nicky unangenehm. Sein Vater und seine Tante reden über alles Mögliche. Nur nicht darüber, dass sie gerade den Männern gegenüberstanden, die seine Mutter getötet haben. Maggie erwähnt, dass das Leben viele Hürden bereithält, darunter Roses Unfall, Gardner, der seine gesamten Ersparnisse verloren hat, und Roses Tod. Aber sie ist sich sicher, dass die drei das als Familie meistern werden. Gardner betritt daraufhin das Badezimmer, um mit Nicky zu sprechen, während dieser ein Bad nimmt. Er fragt seinen Sohn, wie es ihm geht, und setzt sich neben ihn. Nicky fragt seinen Vater natürlich, warum er so getan hat, als würde er die Mörder nicht erkennen. Der Vater des Jungen macht einen auf gereiften Erwachsenen und erklärt ihm, dass sie manchmal glauben, jemanden zu erkennen, obwohl sie ihn in Wirklichkeit noch nie im Leben gesehen haben. Als Nicky aber darauf besteht, dass er die beiden erkannt hat, weist er ihn mit den Worten ab, er wisse nicht, wovon er rede. Daraufhin verlässt er das Badezimmer. Mit der Zeit beginnt dann Maggie, den Platz ihrer Schwester einzunehmen. Sie trägt ihre Perlen und lässt sich die Haare blond färben, sodass sie Rose auch äußerlich ähnelt. Sie kann nun endlich mit Gardner zusammen sein, wovon sie anscheinend schon immer geträumt hat. Mitch macht sich währenddessen wirklich Sorgen um seinen Neffen. Er traut seinem Schwager nicht und glaubt, dass die Umgebung dieses Hauses nicht gut für Nicky ist. Doch als er sich an einen Geistlichen wendet, rät dieser ihm, sich aus den familiären Angelegenheiten herauszuhalten, bis der Junge sich beschwert. Eines Tages nach dem Baseball entdeckt Nicky in seinem Haus Prospekte von militärischen Ausbildungsinternaten. Als er sie gerade durchstöbert, hört er Schreie und Geräusche aus dem Keller. Er schnappt sich schnell ein Messer und macht sich langsam und ängstlich auf den Weg nach unten. Er schaltet das Licht im Keller an und sieht, wie seine Tante und sein Vater intim sind. Schockiert schaltet Nicky das Licht wieder aus und geht schnell weg. Nicky weigert sich daraufhin, mit seiner Tante zu Abend zu essen und sagt ihr, dass er sie nicht mehr im Haus haben will. Maggie ist wütend über die Reaktion des Jungen und sagt ihm, dass er dumm sei und erst dann das Recht habe, eine Mahlzeit zu verweigern, wenn er anfange, selbst Geld zu verdienen. Nicky hat Angst vor seiner Tante und seinem Vater und versucht, Mitch um Hilfe zu bitten. Allerdings kann er ihn nicht erreichen. Zurück in Gardners Büro beschließen Sloan und Louis, ihm einen Besuch abzustatten. Statt eines Händedrucks wird Gardner mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Sloan fordert ihn auf, sich um seinen Sohn zu kümmern und für das Verbrechen, für das Gardner sie angeheuert hat, zu bezahlen. Nachdem er allein und mit verdienten blauen Flecken zurückgelassen wurde, erhält er einen Anruf von Mitch, der ihm mitteilt, dass sein Sohn ihn angerufen hat. Gardner ist ziemlich wütend darüber, als er sich mit Nicky unterhält. Er sagt ihm, dass seine Mutter ihn sein ganzes Leben lang verwöhnt hat und dass es Zeit für ihn ist, erwachsen zu werden. Er informiert Nicky daraufhin offiziell über seine Entscheidung, ihn auf ein Internat zu schicken. Währenddessen freunden sich die Kinder Annie und Nicky immer mehr an, aber die Vorstadtbewohner machen den Myers das Leben zur Hölle. Im Supermarkt haben sie die Preise für jeden Artikel erhöht, sodass Frau Myers keine Lebensmittel mehr kaufen kann. Jeden Abend stehen sie vor ihrem Haus, singen Lieder und lachen laut, sodass die Familie kaum noch schlafen kann. Also zusammengefasst versuchen sie, die Familie aus der Stadt zu mobben. In dieser Nacht schleicht sich Gardner in Maggies Zimmer, um dort zu übernachten. Er erzählt ihr, dass die beiden nach Aruba, einem niederländischen Protektorat, fliehen werden, sobald sie das Geld von Roses Versicherung haben. Dort werden sie frei sein und in der Öffentlichkeit zusammen sein können. Maggie ist daraufhin überglücklich. Sie hat die Liebe ihres Lebens bei sich und nichts steht ihnen im Weg. Später wird Gardner von Captain Hightower in seinem Büro aufgesucht. Er erfährt, dass ein Mann namens Frank Rizzoli tot ist und man bei ihm etwas gefunden hat, das ihn mit Mr. Lodge in Verbindung bringt. Der tote Frank war offenbar ein Kredithai der Mafia und musste $7.000 von Gardner Lodge eintreiben. Gardner behauptet natürlich, er habe noch nie von diesem Mann gehört. Der Captain ist nicht überzeugt, erklärt sich aber weiter bereit, nach Roses Mördern zu suchen. Maggie empfängt währenddessen einen sehr misstrauischen und eingebildeten Versicherungsagenten namens Bud Cooper. Er ist überzeugt, dass Lodge seine Frau wegen des Versicherungsgeldes umgebracht hat, was ja auch der Fall ist. Maggie, die sich verwirrt und unbeholfen verhält, ist keine Hilfe in dieser Situation. Sie erzählt Cooper, dass Gardner mit der Zahlung der Versicherungsbeiträge in Verzug geraten ist, weil er ihre gesamten Ersparnisse verloren hat. Cooper ertappt daraufhin Maggie bei einer Lüge, als er sie fragt, warum Gardner die Versicherungssumme für Rose erhöht hat, obwohl er das eigentlich nicht getan hat. Bevor er geht, sagt er Maggie noch, dass er am Abend wiederkommen wird, um sich mit Gardner selbst zu unterhalten. Sloan befiehlt währenddessen seinem Partner, zum Lodge-Haus zu gehen und Maggie und Nicky zu töten. Louis sträubt sich allerdings, er will nicht noch mehr Blut an seinen Händen haben, aber Sloan lässt ihm keine andere Wahl. Dies ist ihre einzige Möglichkeit, Gardner zur Zahlung zu bewegen. Als Gardner nach Hause kommt, erzählt Maggie ihm von Bud Cooper und den Lügen, mit denen er sie verwirren wollte. Bald darauf bekommen sie erneut Besuch von Bud, der sich über den Aufruhr vor dem Haus der Myers zu amüsieren scheint. Er bittet Maggie, ihm eine Tasse Kaffee zu machen und beginnt mit Gardner über die Lebensversicherung zu sprechen. Um eine Einigung zu erzielen, sagt Cooper Lodge, dass er ihn nicht bei der Polizei anzeigen wird, wenn er Cooper das gesamte Versicherungsgeld übergibt. Gardner mag es allerdings gar nicht, herausgefordert zu werden. Er droht damit, Cooper zu töten, aber die Drohung geht nicht auf. Während er darauf wartet, dass Gardner eine Entscheidung trifft, nimmt Cooper einen Schluck von seinem Kaffee und schreit auf. Maggie hat den Kaffee vergiftet, indem sie ihm Lauge beigemischt hat. Um das Brennen zu lindern, trinkt Cooper schnell Wasser, aber es macht keinen Unterschied. Er rennt schnell auf die Straße, um Luft zu schnappen, wird aber von Gardner verfolgt, der einen Schürhaken in der Hand hält. Gardner schlägt daraufhin Cooper mit einem Schlag auf den Kopf bewusstlos und sticht ihm dann ins Gesicht. Der Tumult vor dem Haus der Myers währenddessen hat sich zu einem richtigen Aufruhr ausgeweitet. Die Leute schreien und werfen Steine, um zu der Familie vorzudringen. Sie zünden ihr Auto an und hängen eine Konföderiertenflagge an ein zerbrochenes Fenster. Ich würde ja wirklich gern mal wissen, was sie denen vorwerfen. Es war so schön friedlich in unserer Stadt und dann kamen diese blöden Schwarzen, haben sich hier angesiedelt und haben zwei brave weiße Männer dazu gebracht, einen Mord zu begehen. Durch ihre bloße Existenz an diesem Ort. Gardner, der quasi auf offener Straße gerade einen Mord begangen hat, nutzt das Chaos aus und stopft Cooper in den Kofferraum seines eigenen Autos. Er fährt ihn daraufhin zu einem verlassenen Ort und lässt ihn dort zurück. Zu Hause zerkleinert Maggie gerade seine Pillen und gibt sie zu Nickys Essen. Sie geht nach oben in sein Zimmer, aber der Junge weigert sich, auf seine Tante zu reagieren. Er ruft seinen Onkel Mitch an und teilt ihm mit, dass er in Gefahr ist. Daraufhin stürmt Louis ins Haus. Maggie versucht, ihn zu beschwichtigen, indem sie ihn von Aruba und ihren Plänen für die Zukunft erzählt, darf aber nicht zu Ende sprechen, da der Mann sie tötet. Er macht sich auf den Weg zu Nickys Zimmer und bricht das Schloss auf und findet den Jungen, der sich unter dem Bett versteckt hat. Als Louis versucht, Nicky zu packen, wird er plötzlich zurückgezogen und auf das Bett geschleudert. Nicky ist völlig aufgelöst, weint und schreit und nach einigen Minuten des Zappelns und Kämpfens wird ihm eine blutverschmierte Hand entgegengestreckt. Zum Glück ist es Onkel Mitch. Er sagt Nicky, er solle sich in einem Schrank in der Nähe der Treppe verstecken, gibt ihm eine Waffe und bittet ihn, dort zu bleiben. Danach stirbt er prompt an der Stichwunde, die Louis ihm zugefügt hat. Währenddessen auf dem Weg zurück nach Suburbicon, nachdem er Buds Leiche entsorgt hat, trifft Gardner auf Sloan. Der Kriminelle erzählt ihm, dass er zu Hause eine Überraschung für ihn bereithält und verlangt das Geld. Plötzlich rammt ein großer Lastwagen Sloans Auto und tötet ihn sofort. Gardner fährt daraufhin nach Hause und findet bei seiner Ankunft Maggie, Louis und Mitch tot vor. Er kann Nicky zuerst nicht finden, bemerkt aber dann das Blut an der Türklinke des Kleiderschranks. Der Junge richtet zuerst eine Waffe auf seinen Vater, aber Gardner fordert Nicky auf, herauszukommen und setzt sich mit ihm an den Esstisch, um mit ihm zu reden. Während er mit Nicky bespricht, was sie als nächstes tun sollen, isst Gardner das Sandwich, das Maggie vorhin gemacht hat. Er sagt seinem Sohn, dass er zwei Möglichkeiten hat. Option 1: Gardner erschießt Nicky und sagt der Polizei, dass es Louis getan hat. Oder Option Nummer 2: Nicky erklärt sich bereit, die Polizei anzulügen, um seinen Vater zu retten. Danach können die beiden dann zusammen nach Aruba fahren. Er bittet ihn daraufhin, eine Entscheidung zu treffen. Am nächsten Morgen ist die Menschenmenge vor dem Haus der Myers verschwunden und die Nachrichtenreporter sind eingetroffen. Man sieht eine Frau, die den Myers die Schuld für alles gibt, was in letzter Zeit in Suburbicon schiefgelaufen ist. Nicky sitzt zu Hause vor dem Fernseher, während sein Vater wegen des vergifteten Sandwiches tot am Esstisch liegt. Nicky geht dann auf seine Veranda, sieht Andy beim Fangen spielen und schnappt sich seinen Baseballhandschuh. Die beiden Jungen werfen den Ball hin und her, während die Kamera rauszoomt. Von fern wirkt Suburbicon so ruhig und friedlich wie zuvor. So, das war's mit unserem heutigen Film und oh mein Gott, ich muss mich zusammenreißen, jetzt nicht irgendeine Schimpftirade loszulassen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Ausbrüche, aber wenn euch der Film gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und schaltet die Benachrichtigungen ein, damit ihr mehr Filme wie diesen sehen könnt. Und auch ein paar, die vielleicht ein wenig weniger rassistisch sind. Und zum Abschluss möchte ich noch Jojo Joes grüßen. Er schreibt: Schönes Video, kannst du mich grüßen? Ich grüße dich sehr, sehr gerne, Jojo Joes. Ich find's super, dass dir unsere Videos gefallen und ich bin froh, dass du da bist. Falls ihr andere noch Meinung zum Kanal habt, mich etwas fragen möchtet oder einfach mal gegrüßt werden wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und mit etwas Glück seid auch ihr in einem der nächsten Videos mit dabei. Bis dann.